Roland und Ossi Kundmüller zapfen ein Fassl mit einem frisch gebrauten und abgefüllten Bockbier an. Das ist im Herbst alljährlich Tradition in ihrem Brauereigasthof in Weiher in der Nähe von Bamberg. Und Tradition ist es auch, dass es zum Bockbieranstich einen Bocksbraten gibt mit viel Soße und Klöß. Bocksbraten ist wieder in den Franken. Da haben Krieger gesnurrt. Aber der Gast könnte einen mit heimnehmen, was viele Leute aus der Umgebung auch tun. Der Bocksbraten ist nämlich heiß begehrt, wenn es ihn gibt. Gestern haben wir uns ein Stechbrühe geholt, gestern haben wir Schlachtschüssel. Ja. Und heute holen wir uns einen Bocksbraten. Da kann man wenigstens mit Ruhe essen. Wir haben. Ja, genau. Und der schmeckt ja nicht. Ich hole es nicht alle Jahr, oder wie ist es? Jedes Mal, wenn es halt gibt, so zwei, dreimal im Jahr. Am Tag vor dem Bocksbratenessen gibt es Schlachtschüssel, hat es gesagt. Deshalb bin ich auch schon vorher da. Da dampft es ja schon ganz schön raus. Ja. Da, wunderbar, verdampft es. In der Metzgerei, die zum Brauereigasthof gehört, werden gerade die Leberwürst gebrüht und abgebunden von Seniorchef Erwin Kundmüller und seinen Helfern. In der Gaststube oben warten die Leute schon auf die Würst, die frisch gebrüht aus dem Kessel kommen. Auch Zwingerl, Rüssel oder Backerl gehören auf eine Schlachtplatte. Zur Leberwurst und Blutwurst gibt's Brot und Sauerkraut. Eine besondere Spezialität im Weiherer Brauereigasthof ist die Stechbrühe, die gut gewürzte und dick mit Blut aufgekochte Suppe aus dem Wurstkessel mit dem ganz frischen und klein geschnittenen Kochfleisch. Lauter deftige Schweinereien. Der Bocksbraten ist vom Ziegenbock, aber der hier im Garten schaut nicht so aus, als möchte seinen Posten auf der Empore gegen den Kochtopf eintauschen. Ziege, bist du satt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt, müsste sagen. Dem geht's gut. Der wird aber nicht geschlachtet, oder? Nein. Der wird kein Bocksbraten. Nein, nein, der wird nicht geschlachtet. Das ist ja für die Kinder. Außerdem wäre er zu klein. Ein Bock für einen Bocksbraten muss schon was dran haben an Fleisch. Aber ist das überhaupt genießbar? Das ist der Bock. Das ist der Bock, ja. Der Stinkbock. Stinkender Bock. Das ja. Hat man immer. Und dass man das nicht essen kann, hab ich gedacht. Der Bockstank, sagt man, ne? Das ist im Fell. Und wenn man da sauber Arbeit beim Abziehen, dann kriegt man den Geschmack auch nicht auf dem Fleisch. Also das Fleisch ist nicht das, was stinkt. Nee. Es hat schon einen Eigengeschmack. Der Eigengeschmack ist da. Also das gibt schon welche, wenn sie ein wenig älter sind, dann bröckeln sie schon. Tobias Kundmüller, der Enkel von Erwin Kundmüller, ist als Vertreter der jüngsten Generation schon wieder vertraut mit der Bocksbraten-Tradition. Mit dem richtigen Zerteilen fängt's an. 4 bis 5 Tiere werden jedes Mal gebraucht. Man muss da immer aufpassen, dass man die nicht vermischt. Weil die Böcke sind unterschiedlich alt und dementsprechend braucht das Fleisch auch in Kessellänge. Die Oma Anni Kundmüller macht die Beize. Na, was gibt es denn? Salz und Pfeffer. Zwiebeln, Gelb-Rüben. Sauerbratengewürz. Trockenes Gemüse und Pimentenkörner sind drin, aber Holderbeeren. Und Zwiebeln. Zwiebeln, jawohl. Jetzt kommt noch der Essig. Habe ich noch ein wenig Piment gemahlen. Aha. Und Ingwer. Piment und Ingwer? Ja. Klein zerteilt, das Fleisch samt Knochen, so kommt der ganze Bock in die Beize aus Essig und Wasser mit den übrigen Zutaten. Alles verwerten, nichts verschwenden. Diese Tradition entspricht dem heute wieder entdeckten Prinzip Nachhaltigkeit. Vermeintlich altmodisches, erweist sich ja auch oft als zukunftsweisend. Wo die Böcke herkommen? Ossi und Roland Kundmüller zeigen mir einen Ziegenhof bei Bamberg, an dem sie sich heuer ein Tier geholt haben, bei Kirstin Lips in Wildensorg. Kirstin Lips betreut auch Kinder in ihrem Bauernhof-Kindergarten. Gibt man die jetzt gern hier für einen Bocksbraten? Nein, natürlich nicht. Aber man weiß, dass sie es gut gehabt haben. Die Wirtsleute müssen sich ihre Bocksbraten bei verschiedenen Höfen in der Region zusammenholen.
selber. Das ist schon gefragt um das bestimmte Jahreszeit. Klar. Ja, ja. Frühjahr, ja, ja. Und Ostern und so. Also Ostern und Weihnachten ist eigentlich die größte Nachfrage, genau. Ansonsten im Sommer gibt es dann mehr Wurst, Bratwurst und Koteletts für den Grill. Ja. Und ansonsten sind es hauptsächlich Bräten. Und Hackfleisch, also Lamm- und Ziegenhackfleisch, ist ja auch unheimlich gefragt. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Das ist dann auch von älteren Tieren, oder? Ja, das kannst du auch von älteren Tieren machen, genau. Also ab und zu ein Boxbraten halt. Ja, ab und zu ein Boxbraten, ganz genau. Ich glaube, einmal im Jahr macht ihr den, oder? Dreimal im Jahr. Zweimal okay, so Cover. Ja. Ja. Anfang Februar, Ende Mai und dann zum Bockbierenstich. Ja. Also Boxbraten, den hast du noch nicht probiert? Nein, habe ich noch nicht probiert. Aber wir haben schon von der alten Ziege auch Braten gemacht. Ne? Die Keule ist ja ein wunderbares Stück Fleisch von der Ziege. Und essen wir sehr gern. Also auch von den alten Tiere. Ich habe immer gedacht, genau, so heißt immer der Stinger, der Bogen und alles, ja, und das ist so schlecht. Man kann die alten Tiere auch verwurscht, wir machen Bratwürste, wir machen so Mailänder Salami, die dann geräuchert sind. Ne? Das ist von einem Alttier auch möglich. Ne? Aber auch das Fleisch schmeckt gut. Genau, ja. Na, also ich liebe Ziegenfleisch. Ja. Ich auch. Also ich mache den Boxbraten so gern. Also muss ich sagen, ich freue mich immer drauf, wenn es dreimal bei uns im Jahr Boxbraten gibt, dass ich den kriege und essen darf. Na, und dann liebt noch ein Bockbier dazu. Und sein Bockbier braut sich Roland Kundmüller selber. Das Bockbier ist stärker als normales Bier. Die Stammwürze muss mindestens 16% betragen, damit es sich so nennen darf. Der Weiherer Bock, und nicht nur der, hat internationale Preise gewonnen. Mehr als 2 Dutzend verschiedene Biere werden hier gebraut. Und ist da in diesem gärbottichen Bockbier drin? Das ist Bockbier, ja. Das ist jetzt in die Hochkreuzen. Bockbier wird mit 16,8% Stammwürze ausschlagen und kommt dann in den Gärkeller und kommt die Hefe dazu und er vergärt jetzt. Das ist jetzt die Hauptkreuzen. Da bleibt er dann drin, bis er 5% hat und dann kommt er in den Lagerkeller und bleibt dort noch mal 8 bis 10 Wochen zur Klärung und Reifung. Und was hat jetzt das Bier, das Bockbier, mit einem Ziegenbock zu tun? Eigentlich gar nichts. Das Bockbier hat gar nichts. Der Name Bockbier kommt von der Stadt Einbeck. Die haben damals den ersten Bockbier gebraut. Da kommt es her. Einbeck? Einbeck, ja. Von dem Ortsnamen? Ortsnamen, ja. Einbeckerisches Bier. Und aus dem Beck in Einbeck ist in Bayern der Bock geworden. Und aus einem Bock der Doppelbock. Der muss sogar 18% Stammwürze aufweisen. Mit Bocksfleisch hat das alles nichts zu tun. Und zur Bocksbratensauce braucht es auch kein Bockbier. Wie lange warst du drin? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden. Halbe sieben habe ich angefühlt. 2 Stunden. So brauchen wir das richtig. So brauchen wir für die Soße, gell? Durchs Beizen und Kochen ist das Fleisch mürb geworden. Das können wir gleich probieren, oder? Immer zwei zusammenlassen. Oder? Ja, genau. Das ist die Fleisch eigentlich, oder? Wahrscheinlich. Filet, ja. Rückenfilet, ne? Bis auf die Knochen wird alles vom Bock verwertet. Jetzt bin ich gespannt, was mir der Georg Gunreben, ein Freund von Erwin Kundmüller, zum Probieren hergerichtet hat. Bisher kenne ich nur Skizfleisch. Wunderbar. Wir machen das jetzt schon 60 Jahre. Wir zwar. 60 Jahre schon? 60 Jahre. 60 Jahre machen wir das schon. Das ist kein Wald, ne? Das ist überhaupt nicht nach irgendwie stingert oder so. Nach Stinkbock schmeckt das nicht. Das ist feines Fleisch. Da bin ich gespannt. Auf den Boxbraten, für den jetzt der Sud abgeseit wird, der mit einer schon am Vortag hergestellten Einbrenne zur Soße verrührt wird. Dass die dann aber schön dunkel wird und eine richtige Farbe kriegt, braucht es noch eine besondere Zutat. Was ist das? Blut. Aha. Von der Ziege? Von ja, Bock. Von der Ziege, wenn sie geschlachtet worden ist. Wo kommt das hier? Das gibt es ja Soßen. Nein, die Soße jetzt ein wenig dunkel wird. Und es gibt da einen guten Geschmack. Nichts verkommen lassen. Blut ist wertvoll. Jetzt wird aufgekocht. Blut ist ein nahrhaftes Organ. Warum es einem davor ekeln soll? Das Fleisch darf nicht in die Soße. Sud wird es heiß gemacht. In dem Sud, ne, wo es gekocht ist, drin. Die Soße kommt nicht rein. Die Soße kommt bloß oben drüber. In Oberfranken rund um Bamberg gibt es nicht mehr viele, aber doch noch einige Wirtschaften, die den Boxbraten an manchen Tagen im Jahr anbieten. Da, wo es ihn gibt, kommen die Leute und genießen. Alte und Junge. Passt, ne? Ja, kann man nichts sagen.
Dreimal. Wir gehen zwei, dreimal im Jahr Boxbraten essen, aber jetzt jeden machen wir nicht mit. Wir gehen da noch ein sehr gutes und da gibt es den besten. Und der Boxbraten findet auch neue Liebhaber oder zumindest Interessierte. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ist das jetzt von den Zieglein oder ist das eine alte Ziege? Ein alter Ziegenbock, ja. Das hat mich jetzt mal interessiert einfach. Und deswegen sagt mir auch, das böckselt, oder wie sagt man da? Ja, das bockelt. Das bockelt, sagt man hier. Ja. Ja. Bockelt es wirklich oder ist es unangenehm? Nee, ist gut. Schmeckt gut. Schmeckt auch gut. Prima. Ja, er schmeckt. Und beim Bockbier sitzend sieht man über vermeintliche, den Boxbraten betreffende Widersprüchlichkeiten hinweg. Etwa darüber, dass das Fleisch dafür auch von weiblichen Tieren stammen darf und dass er streng genommen kein Braten ist. Aber Hauptsache gut.